Demonstration am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag, ist somit eröffnet. Wieso, weshalb, warum? Liebe Freunde und Mitglieder der Bürgerinitiative Etz-Lanz, sicherlich habt ihr euch gefragt, warum wir zusätzlich zu unserem Ostermarsch und auch sonstigen Demonstrationen noch einmal mehr hier in Katterbach stehen. Und das auch noch unter der Woche und um diese Uhrzeit. Es ist doch immer schwer, sich aufzuraffen zu solchen Aktionen, also warum noch zusätzlich eine Veranstaltung? In einer Zeit des Umbruchs, bei dem sich auch in Sachen Abzug sehr viel kurzfristig ergeben kann, wollen wir der US Army ein klares Signal geben, was wir von ihnen erwarten. Und zwar zum ersten Mal bei uns direkt drauf, hier ganz klar und deutlich, US Army go home. Warum zum ersten Mal in der Form? Man muss sagen, nach 9 Jahren Bürgerinitiative und der schwachen politischen Unterstützung seitens vom Bund, im Land Bayern und auch im Ansbacher Stadtrat haben wir uns dazu das erste Mal entschieden, dies so klar und deutlich drauf zu bekommen. Um dieses klare Signal auch für die US-Kampfhubschrauberpiloten und deren Gefolge sichtbar zu machen, haben wir in Ansbach und Sachsen 47 dieser Plakate seit 24. Juni vor allem an den US-Army-Verbindungsstraßen aufgestellt. Bei ihrer täglichen Vorbeifahrt sollen sie sich immer wieder daran erinnern und verinnerlichen, was viele der von Lärmabgasen und Giftskandalen geplagten Bevölkerung von ihnen erwarten. Und die Botschaft scheint angekommen zu sein. Im Vorfeld habe ich die Polizei gebeten, ein Auge auf unsere Plakatstände zu werfen. Anscheinend haben nämlich viele US-Soldaten das Plakat nicht vor Ort am Stück lesen können und es deswegen gleich ganz mitgenommen. Vielleicht wollten sie es auch nur ihrem Vorgesetzten zeigen. Von den 47 Plakaten hängten Stand heute 15 Uhr leider nur noch 12 Stück. Das heißt, wir haben eine Verlustquote von 75%. Unsere Botschaft ist also nicht nur angekommen, sie wurde sogar vom gewünschten Personenkreis mitgenommen. Jetzt eine Frage an die Polizei. 75% Verlust, wenn die Polizei ein Auge darauf werfen soll. Ich habe da wenig Erfahrung. Ist das eine gute Quote? Was sagt das über das Demokratieverständnis der Personen aus, die diese Schilder runtergerissen haben? Diese Aktion steht auch vor dem Hintergrund, dass wir etwas in unserem Lande eigentlich Selbstverständliches wie kein Kampfhubschrauberfluglärm nach 22 Uhr, vorgeschriebene Mindesthöhen und Mindestabstände zu Ortschaften, Abgasvorschriften nach deutschem Recht, sofortiges Handeln bei vorgefundenen Giftskandalen ohne vorheriges um Erlaubnis fragen, ob die staatlichen deutschen Stellen das US-Kaserngelände betreten dürfen und so weiter, keine politische Unterstützung haben. Keine Unterstützung im Bund. Unser Ansprechpartner im Verteidigungsministerium, Herr Staatssekretär Dr. Brauksiebe, hat momentan anscheinend dringlichere Probleme. Den lassen Sie nicht einmal zu den deutschen Soldaten auf dem NATO-Stützpunkt in der Türkei kommen. Da versucht er verzweifelt reinzukommen. Keine Unterstützung im Freistaat Bayern. Zum Beispiel die Ablehnung der Petition von Herrn Kopper. Seit 2009 versuchen der Freistaat und der Bund in diesem Zusammenhang immer noch an Fluginformationen der US Army zu gelangen. Da wird nichts rausgerückt. Keine Unterstützung durch unsere Oberbürgermeisterin Seidel und Teilen des Ansbacher Stadtrates. In dem Zusammenhang mein letzter Kontakt mit dem Stadtrat, das war die Verabschiedung von Benson. Der Herr Benson, der sogenannte Bürgermeister von Katterbach, ist jetzt seit 3 Jahren hier in Deutschland, hört jetzt dann auf. Und das war ein wenig peinlich im Stadtrat. Da hat dann der komplette Stadtrat Englisch gesprochen. Der Herr Benson hatte auch einen Übersetzer dabei, der das Ganze dann mal ins Deutsche übersetzt hat. Wenn ich 3 Jahre hier bin und kein Deutsch kann und, jetzt kommt noch das Wichtige, im Anschluss daran in Deutschland bleiben möchte und trotzdem eben kein Deutsch kann, wo bleibt denn da die Integration? Deutschland.
wie sich die Oberbürgermeisterin und auch Teile des Stadtrats, vor allem CSU und SPD, angebiedert haben, das war schon abgründig. Für mich ist das neue Synonym in diesem Zusammenhang für die Frau Seidel: anbiedern, umschmeicheln, schöntun, einschleimen, ja, und so wie es ein Anschauer hat, auch um ihn ein wenig herumschwänzeln. Und das Gleiche für die CSU, die haben auch die Verabschiedung in Englisch gemacht, das war mehr so ein fränkisches Englisch, das war recht lustig einerseits, andererseits, man hat festgestellt, es sind nur die Vasallen der USA, willfährig, hörig, unterwürfig, abhängig wie eine Marionette, das ist der US-Army ihr Knecht. So ist es auf mich rübergekommen. Kein einziges kritisches Wort in diesem Zusammenhang oder dass er an seinen Nachfolger was weitergeben soll, wie wir vom Lärm betroffen sind und dass nicht der Neue dann gleich wieder die gleichen Fehler macht wie die ganzen Jahre davor immer. Ein wichtiger Hinweis an diesen Personenkreis: politische Posten werden durch Wahlen entschieden. Und da haben die östlichen Stadtgebiete und hier vor allem Obereichenbach beim letzten Mal eine klare Botschaft mit ihren Stimmen abgegeben. Warum heute? Heute ist der höchste amerikanische Feiertag und im vorauseilenden Gehorsam kamen auch hier schon wieder Stimmen vom Ansbacher Stadtrat, die teilweise ein bisschen entsetzt reagiert haben, dass es sehr unanständig wäre, eine Demo ausgerechnet an diesen Tag anzusetzen. Was sollen denn die US-Soldaten davon halten und denken? Auch hier zeige ich wieder aufs Schild. Genau das sollen sie voll denken und halten. Unanständig sind nämlich diese ständigen Lärmflüge durch die Hubschrauber, die auch noch gesundheitsschädlich sind. So viel zu dem, warum wir außer der Reihe heute zu dieser Aktion aufgerufen haben. Und jetzt freue ich mich und danke Herrn Tobias Pflüger, Mitglied des Parteivorstandes Die Linke, dass er als Hauptredner sich die Zeit und die Anreise auf sich genommen hat und seine Ansichten zu der Thematik US Army und Aktuelles aus Berlin uns zu vermitteln. Vielen Dank.